So, einen wunderschönen guten Tag hier aus Kamp Lintwort. Wir dürfen heute die S-Klasse S63 Cabrio fahren. Das ist so, ich glaube, so meine Liga. Ich bin schon ein paar Mal mit dem Auto gefahren, mit dem. Und er fährt sich echt gut, sehr gut. Ja. Aber das ist wirklich sehr hell. Ich hoffe, das ist nicht böse gemeint, wenn ich die Brille anziehe. Oh Gott. Ja, den fahren wir jetzt. Dann auch mach gleich so einen Carporn. Machst du? Machst du, ne? Er macht, weil ich nicht gefragt habe. Was ich nur sagen wollte, wir haben einen neuen Fashion Shop. Ja, wir haben da ganz viele T-Shirts anfertigen lassen und so weiter. Und falls irgendeiner so ein tolles T-Shirt haben will, wie ich ihn anhab, ja, wir haben ganz viele verschiedene. Ich glaube, 20, 25 Designs haben wir. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Farben, nicht Farben, sagt Bescheid und ja, wir würden uns freuen. Erstmal fahren wir den S63, wow, S63 Cabrio. Die wollte mich überfallen. So, was machen wir erstmal zuerst? Erstmal hier. Also, unter 20 Sekunden ist das Ding offen. Und wichtig, auch genauso schnell zu, wenn es anfängt zu regnen. Aber ich weiß es gar nicht, hatte das auch, dass man während der Fahrt das machen kann? Ich glaube bis 20, ne? Bis 50 meistens, ne? Also Porsche hat bis 50. Das testen wir gleich mal. Das testen wir jetzt, ne? Ich habe sogar eine GoPro heute mit. Komm. Ich liebe den V8 Sound. So. Wir fahren S63 Biturbo, 5,5 Liter und 585 PS. Serienleistung. Aber die kann man sehr leicht nach oben jagen. Also wirklich hier 700 PS rauszukitzeln, ist keine große Kunst. Das haben schon viele gemacht. Brabus sogar, glaube ich, 850. Ne? Ah, ist das toll. Wetter. Ein Nachteil ist natürlich die Haare. Ne? Und ich lasse mir die Haare noch wachsen. Deswegen ist das natürlich sehr ein bisschen problematisch. Ja, du lachst, du hast ein Käppi an. Aber mach dir nichts draus. Hier auf der GoPro sieht man dich. So ist das. Schönes Auto. Das ist auch so ein schönes Auto. Ich sage immer, S-Klasse hat unglaublich gute Sitze. S-Klasse, die S-Klasse, ja, also man sagt immer bei im Luxussegment, ja, egal was man hat, Couch, man sagt S-Klasse, ja, das ist das obere, die oberste Liga ist das, ja, und das ist wirklich wahr. Hier haben wir Massagesitze, Belüftung, Sitzheizung, Nackenheizung, also sogar hier so kleine Nackenheizung für kalte Tage oder wieder mal, wenn etwas das Wetter nicht so schön ist. Jetzt während der Fahrt, guck mal, wir machen so. Ja, es ist immer noch windig, aber dann machen wir so. Die Mittelkonsole ist auch cool übrigens. Ne? Quasi so, check. So, das kann man so machen. Und, warte, so zu. Und so machen. Hier ist ein Knopf, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht sehen. Ja, mal her. Und jetzt kannst du nach hinten zeigen mit der Kamera. Guck mal, das Ding fährt hoch. Also da fährt der Windschutz hoch und der geht sehr hoch. Ja. Und jetzt haben wir weniger Wind im Auto. Und meine Frisur hält. Also das ist die Vor-Facelift-Variante noch. Oder das ist das, schneiden wir raus. Das ist das Vor-Facelift-Modell. Und ich muss eins sagen, ich glaube, Facelift ist ja nicht viel, viel anders. Ich sage immer, besser vor Facelift voll als Facelift halb voll.
Wirklich so. Achtung, ich drücke aber drauf. Ja. Ja. Genau so ist das. Das Ding schießt nach vorne. Und trotzdem diese Gemütlichkeit in dem Auto, ne? Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn, oder? No? Ja, merkt man halt 900 Newtonmeter Serie, ne? Das ist ja, wollte ich auch noch gesagt haben, ne? Gut, hier latscht man rein und ist wirklich Armageddon bei dem Auto. Ah, wir waren noch nicht mal auf Dings hier, auf Sport. Ich mache jetzt hier noch Sport. Ah, Manuel, nein, Sport. Wie sanft das Ding geht, ne? Wirklich echt krass. Ja, man, kannst du vielleicht aufnehmen, weil das kann man mit der GoPro nicht aufnehmen. Der hat so einen Windschutz, was mir persönlich nicht unbedingt gefällt, ist aber sehr, sehr gut für den Wind, der hier quasi nach oben weggejagt wird. Aber optisch in der Stadt oder sowas, das gefällt mir nicht so wirklich, wenn man so ein wie so ein Spoiler auf dem Dach hat, ja? Weil ich rede nur von optischen Geschichten, nicht von technischen. Also die Knöpfe und alles, das fühlt sich alles sehr gut an, hochwertig, ja? Ich finde das echt, echt schön. Das ist so ein Auto für jeden Tag, ja? Genauso wenig Platz wie in dem Achter hinten, da beschweren sich meine Kinder. Also da muss der da vorne sitzt, der muss wirklich so sitzen. Das finde ich auch ziemlich cool. Ne? Also an dem Auto habe ich wirklich sehr wenig zu meckern. Ja, außer also, sagen wir, so ein paar Kleinigkeiten, da kann man aber nicht meckern, weil, wie jetzt dieses Windschutz, ja. Das ist nichts zu meckern, das ist eigentlich nur praktisch. Optisch nicht schön, also in meinen Augen. Hier Carbon, nicht Carbon, das finde ich sehr, sehr sexy. Guck mal hier, die ganze Leiste, einmal voll, wirklich voll, 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 voll. Burmester-Anlage drin. Ja, hier, diese Leiste. Bei Mercedes ist das so, ihr könnt das wirklich von C-Klasse oder A-Klasse bis S-Klasse. Ja? Wenn die Leiste voll ist, ist das Auto voll. Wirklich. Dann ist hier wirklich, fehlt an nichts. Ne? Jetzt fahren wir kurz Autobahn, gucken, wie das Ding bei 180 funktioniert. Und Action. Boah, der knallt. Hast du gehört? Krasse Scheiße. Schön ausgerechnet unter der Brücke. Das war jetzt keine Absicht. Nein. So, wir fahren jetzt 110. Frisur halt. Der schaltet schon runter. Ist akzeptabel. Wir waren jetzt bei 130, 140, 150. Müssen wir einmal runterfahren. Sensoren meckern, weil ich so ein bisschen frech war und habe mich so ein bisschen reingequetscht. Ich hoffe, der ist nicht böse hinter mir. Oh doch. Ist ein BMW-Fahrer, deswegen muss aufpassen. Ja, also die mögen sich nicht. Ich bin sehr neutral, also ich mag Autos an sich, ich bin nicht markenabhängig oder so ein Fan von der Marke, dass ich die anderen nicht akzeptiere. Deswegen halt so schlimm. So, dafür, dass die S-Klasse so schwer ist, ja, hat sie trotzdem 3,9 Sekunden auf 100. Brutal, wirklich brutal, das Auto. Wer mir so ein bisschen persönlich folgen möchte, kann das gerne bei Instagram tun. Ich habe eine Instagram-Seite und zwar Andreas Belzek, ganz normal. Kann man vielleicht hier einblenden. Ja, da zeige ich auch vieles Privates oder so kleine Ausschnitte, was wir machen, wie wir machen. Ich laufe durch die Hallen. Also was wir quasi hier bei YouTube nicht zeigen, kann man hier bei Instagram sehen. Warte, Blinker und 1, 2, 3 und Action. Schaltet. Ich weiß gar nicht, ob man mehr Sound braucht, ja, als serienmäßig AMG. Ich glaube, das ist schon
ist schon echt gut. Aber was wir machen, wir fahren jetzt hier runter, wir machen das Auto zu und dann messen wir die Geräusche nochmal. Stimmt? Machen wir so? Das machen wir. Weil das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Weil ich persönlich finde das Auto sehr leise, wenn es geschlossen ist. Und wir können direkt mal testen, wann das Verdeck mal zugeht. Wann? Ab wann das Verdeck nicht mehr zugeht. Ah, das ist eine gute Idee, siehst du? Was guckst du da? Was suchst du? Ein Knopf fehlt? Nein, da fehlt kein Knopf. Das ist ein R. Ich kann quasi deinen Sitz von hier aus steuern. Das haben die S-Klassen, die krasse Ausstattung haben, alle. Ich bin gespannt, wie die neue S-Klasse wird. Da bin ich echt gespannt. Die S-Klasse hat jetzt 50.000 gelaufen. Ich glaube, das war ein Alcantara-Leder. Glaube ich. Ich gehe davon aus. Ja. Guck mal. Und das ist schade, dass er da 50.000 Kilometer so glatt ist wie Napa-Leder. Ja, 12 Uhr Markierung. Finde ich auch cool. Zwar nicht farblich abgesetzt. Ich hätte das vielleicht in farblich abgesetzt in diesen. Ja, ist das Cognac-Farben? Ist das ja. So ist das. Aber. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. So, auf die Plätze, fertig, los, warte. Wir fahren 20, 30, 40, okay. Also 50 km/h kann man fahren. Das ist sehr cool. Guck mal, wie leise das Auto ist. Oder? Was sagst du? Verdammt leise, ne? Der ist echt gut. Der fährt sich quasi wie eine S-Klasse sich fährt. Einfach luxuriös. Luxuriös, cool. Das ist natürlich kein Licht. Wie sagt der Belzec? Tico Taco. Wow. 47, 48. 49, 51, okay, cool, sogar bei mehr als 50. Warte, wir fahren jetzt 63, ich fahre jetzt 70. Achtung, ich mach zu. Verdeck nur bis 60, steht auf dem Display. 60 kann man. Ja, steht, guck mal, zeig mal auf dem Display. So. Nur bis 60 km/h, also finde ich cool, sehr, sehr, sehr cool. Weil manchmal in der Stadt ist das, ja, man muss anhalten, warten, aufwendig. Und ich weiß, okay, ich parke jetzt da hinten, mache ich. Ich hatte schon ein paar Cabrio-Modelle gehabt in meinem Lebenslauf. Und ich muss eins sagen, das mit dem Windschutz hier haben die sich wirklich top einfallen lassen, dass es so rausfährt. Weil es gibt Autos, die, wo du den Windschutz zum Beispiel bei Bentley, du so reinklicken musst. Und irgendwie, wie auch immer, der ist mir immer kaputt gegangen, also das Netz. Und da ein Loch, ich glaube, Windschutz für den Bentley kostet 4 Mille, glaube ich, wenn er, oder 3, irgendwie sowas. Also unglaublich teuer. Ja. Nutzt das auch viel öfters dann, ne? Ja, das ist wirklich, also ja, guck mal jetzt. Jetzt muss ich im Prinzip aussteigen, da Ding reinklicken, wollen meine Kinder mitfahren, muss ich wieder falten. Das war Kacke. Also da sollen sie sich wirklich etwas bei Mercedes hier abgucken, oder hier, der BMW hat es auch gehabt, ne? Ja. Ja. Das ist so mein Favorit für Sommer. Oder? Obwohl der 8er, der sieht schon knackig aus, ne? Ich weiß gar nicht. Also, ich muss eins sagen, ja, ich möchte dieses Fahrgefühl in einem 8er haben. Dann wäre, glaube ich, perfekt. Die zwei Autos kombiniert. Ja. Also, ich finde, Mercedes und BMW sollten zusammenarbeiten. Und sagen hier Interieur, Fahrwerk und alles von Mercedes, Optik vom BMW. Aber nur von dem 8er. Also die Corona-Zeit war für uns sehr anstrengend, sehr. Ja. Die Umsätze sind komplett runtergefahren und so weiter. Ja, die Speditionen sind nicht geflogen. Was uns natürlich auch viel passiert ist, also was schlecht passiert ist, ist, wir haben zum Beispiel für einen so einen riesen Karton. So ein Paket in die USA so 600-700 Euro bezahlt, ja, maximal.
per Luftfracht. Dann, das ging innerhalb von 3 Tagen. Also wenn wir das heute verschickt haben, 3 Tage später hat der Kunde sein Bodykit gehabt und alles ist gut. Ja. Jetzt, seit Corona, kostet ein Paket 3.800 Euro. Ein Paket. Und ein Bodykit hat 2. Motorhaube und der Rest in extra. Das kann man nicht in einem Karton packen. Wir haben Umsatzeinbuße, aber ja, jetzt der deutsche Markt gleicht sich so ein bisschen aus. Der funktioniert wieder so halbwegs. Deswegen nicht Kopf runter setzen, sondern einfach Vollgas, dann klappt das. Wir haben sehr viele Projekte jetzt mit dem JP, mit dem Rufen und so weiter. Also das ist Hyundai und etc. Ja. Wir sind in Kürze auch mit Hyundai auf der Rennstrecke. Ja, die haben uns eingeladen. Wo? Ja, die haben uns eingeladen, fahren wir auf der Rennstrecke so ein bisschen. Das ist die Frage, ne? Wenn die Leute das Video sehen, waren wir, glaube ich, sogar schon da. Mhm. Das stimmt. So sieht's aus. Ich würde mal behaupten, Ende vom Gelände, hier Alcantara. Oh, guck mal, so. So war es mal. So war es mal. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade, wirklich. Das ist nicht nur bei Mercedes. So, sehr viele Hersteller. Alcantara ist zwar kein Leder, aber es gibt da auch Unterschiede. Ja? Und ich würde für Lenkrad immer das bessere Leder nehmen. Nicht sparen hier, weil das fühlt sich an. Vielleicht kann man ein Motor zeigen einmal? Ja, warum nicht? Ja, komm. Swarovski Scheinwerfer, guck mal hier. Da steht Crystal. Die sind echt schön. Abends. Oh oh. Ein Klotz. Ein richtig, richtig Klotz. Und der Besser geparkt hat. Guck mal. Millimeterarbeit, meine Damen und Herren. Millimeter. Na, ich finde das schon cool. Ich hätte die. Oh, warte, da kann man lesen. Wie heißt der Gute? Oh, so. Oh. Ranim? Mallorca. Ranim Fala? Ja. Ranim Fala. Vielleicht kann er hier kommentieren, falls er das Video sieht. Du hast das Auto gebaut. Ne? Und es funktioniert sehr gut. So, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.